Ja, Biro, 4 Wochen Vorbereitung liegt jetzt hinter euch. Wie bist du zufrieden damit? Ja, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Also, wir haben sehr viel trainiert, wir haben auch sehr intensiv trainiert. Wir mussten ja leider mit ein paar verletzten Spielern starten. Hupfi war verletzt, Flo war noch in der Reha, dann Fabio war noch in der Reha, alles Verletzungen aus dem letzten Jahr. Knaxi aber dann wieder langsam reintegriert. Ich muss sagen, mittlerweile Fabio und Flo sind voll integriert im Training, machen wieder einen sehr, sehr guten Eindruck. Hupfi wird wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen wieder einsteigen. Edi und hat sich ja verletzt beim Testspiel wieder einsteigen. Azu hat sich leider ein bisschen schwerer verletzt. Da werden wir mal auch wahrscheinlich noch 3 bis 4 Wochen verzichten müssen. Aber wir hatten sehr, sehr gute Testspielgegner, wo sich gerade auch die Jungs aus der Regionalliga-Mannschaft mal richtig beweisen konnten. Das waren teilweise Mannschaften, die den 5- bis 6-fachen Transfermarktwert haben von uns. Also das war eine richtige Krache. Und ich finde, wir haben uns eigentlich bis auf eine Halbzeit gegen Nürnberg, wo sie ein bisschen müde waren, alle haben uns sehr gut geschlagen gegen diese Mannschaften. Und es sind dann immer Vorteile, wenn du gegen solche Mannschaften spielen kannst, weil du einfach dann auf jeder Ebene gefordert wirst. Und ja, und so bin ich eigentlich schon zufrieden mit der Mannschaft. Das sind die Spiele, wo man sehr, sehr viel auserziehen kann, sehr, sehr viel lernen kann. Was hat man gelernt? Ja, erst einmal, ich kenne ja die deutsche zweite Liga A, sag ich mal, als Interimstrainer und B, weil ich ja selber da gespielt habe, also in der ersten und zweiten Liga. Und es ist eine sehr physische Liga. Und da merkt man halt schon, dass ab und zu mal, wenn es da mal rumpelt, dann fliegen wir halt mal eher als der Gegner. Und wir müssen einfach schauen, dass wir da ein bisschen physisch noch ein bisschen draufpacken. Aber ich finde ansonsten fußballisch, glaube ich, selbst gegen HSV oder jetzt auch gegen Regensburg, glaube ich, waren wir sogar die bessere Mannschaft fußballisch. Also da war ich, finde ich, da mal Fortschritte gemacht. Das machen wir auch mittlerweile richtig gut. Aber ich glaube, im physischen Bereich, das ist dann schon gegen solche Mannschaften, kann man das schon zulegen. Sind die Ergebnisse für dich wichtig gewesen oder ist das sekundär? Das ist für mich absolut sekundär. Ich will die Sachen sehen, die man trainieren. Und ich habe auch 0,0 Rücksicht genommen. Also gerade gegen Nürnberg waren sie schon sehr, sehr müde. Das hat man einfach gesehen. Aber das gehört in der Vorbereitung dazu. Da muss ich mal über den Punkt gehen. Und gerade die dritte Woche ist halt die rote Woche. Da sind sie dann schon sehr, sehr angeschlagen. Und das haben wir gemerkt, dass sie einfach. Und trotzdem haben wir einfach die zweite Halbzeit gewonnen. Das muss den Jungs dann auch wieder zugutehalten, dass sie gebissen haben. Dass sie sich dann nicht aufschlachten haben lassen, sondern dagegen gehalten haben. Also ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Das hört man gern natürlich. Die Mannschaft hat sich ja nicht nur am Platz mit Fußball auseinandergesetzt, sondern natürlich auch neben dem Platz. Die Europameisterschaft ist gelaufen. Jetzt ist ja ganz oft so, dass wenn EM, WM ist, dass es da auch im taktischen Bereich irgendwelche Trends gesetzt werden von den jeweiligen Trainern. Hast du was mitnehmen können oder ist dir was aufgefallen? Ja, das erste Mal fand ich Italien sehr beeindruckend, weil sie vor allem auch ihre Art, wie sie normal spielen, verändert haben. Also früher war es ja immer so, dass die Italiener Trainer ein Einzel geführt haben und dann erstmal hinten zu und ein Bus vor's Tor und dann einzeln gewinnen, Catenaccio aufbauen. Und jetzt, wie sie sich auch fußballisch entwickelt haben, fand ich sensationell und auch einfach ihre Art und Weise einfach mal verändert haben, auch mal was anderes gemacht haben. Und ich finde auch, sie sind im Großen und Ganzen auch zu Recht Europameister geworden, wobei man sieht, Spanien war natürlich auch in dem Spiel schon mehr als ebenbürtig, also Spanien hätte es auch werden können, aber vor allem haben beide 4-3 gespielt, also beide mit der Viererkette, mit vielen Offensivspielern, also hat, glaube ich, doch auch, sagen wir mal, die Offensive bei der EM eigentlich eher über die defensive Spiellage gesiegt, also aus meiner Sicht, weil so die Mannschaften, die sich hinten reingestellt haben, die haben, ja, sind nicht so weit gekommen und ja, Deutschland war natürlich ein bisschen enttäuschend, muss man auch sagen, ja, Deutschland war natürlich, und ich hätte auch nicht mit der Dreierkette gespielt, aber das ist eine andere Sache. Ja. Kann man auch sagen, dass sich das Kollektiv eher durchgesetzt hat als die Mannschaften, die tollen Einzelspieler haben? Ja, das war sicherlich auch, wenn man jetzt im Nachhinein hört, wo die ganzen Spieler auch spielen bei Italien. Das sind ja, wenn man bei Sassuolo oder jetzt bin ich bei den Top-Mannschaften und ja, Roberto Mancini hat 70 Spieler getestet, hat dann wirklich geschaut, dass er eine Mannschaft formt und das kann natürlich auch ein Riesenplus sein. Und ja, ich hoffe, dass es auch bei uns so ist. Wir haben bis jetzt keinen Neuzugang. Das heißt, wir sind genau die Truppe, die wir letztes Jahr waren, die sie zusammengeschweißt hat. Und wie gesagt, das war auch ein Grund für mich zu sagen, egal was passiert, ich bleibe da, weil ich jeden Tag gerne mit den Jungs zusammen bin. Und ich freue mich einfach jetzt auf die Saison. Und muss erst mal schauen, dass wir da genau schlagen. Es wird dann nicht so einfach. Kunstrasen, enger Platz, 200 Meter weg von meiner Wohnung. Also kann ich zu Fuß hingehen am Freitag und hoffentlich wieder nach Hause. Ja, wird spannend jetzt. Ah, bevor wir zum Cup-Spiel kommen, bleiben wir noch ein bisschen bei der Mannschaft. Heute ist der Kofi transferiert worden in die Bundesliga zu Hartberg. Ist das wie soll ich sagen, ein schwerer Verlust oder ist der verkraftbar Inter? Ja, das ist, glaube ich, kommen mehrere Sachen zusammen. Hat er nur noch ein Jahr Vertrag in Anfang gestrichen und dann kam Kofi ja von sich aus zu uns. Also Kofi hat sich bei uns vorgestellt und hat gesagt, dass er es gerne machen würde. Und ja, erstmal war er jetzt nicht so begeistert, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt auch aus eigener Erfahrung gemerkt, dass einfach, wenn er Spiele so unbedingt machen will, dann macht es oft keinen Sinn, ihn dann unbedingt da zu halten. Und dann ja, weiß man nicht, wie der Spieler dann darauf reagiert, ob er sehr enttäuscht ist und so weiter. Und
ja, wir konnten noch ein bisschen Geld generieren und das Geld werden wir definitiv aber auch wieder in die Mannschaft reinvestieren. Und was auch noch ein Grund war, dass Felix Köckl, finde ich, eine gute Vorbereitung gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, weil der Junge macht es momentan gut. Wir haben 5 Außenverteidiger, dann lassen wir den Kofi gehen und wenn es Geld dann reinvestieren. Ja, Geld ist auch ein gutes Stichwort. Es hat ja natürlich einige Probleme gegeben mit dem damaligen Investor. Hat das großartige Auswirkungen gehabt auf die Vorbereitung, auf die Jungs? Ja, also die ersten 3 Wochen waren schon sehr schwer. Also muss ich sagen, da kann man nur jeden Hut von der Mannschaft ziehen, weil ich glaube, dass eine andere Mannschaft in so einer Situation fast schon auseinanderbricht, weil dann schaut jeder, wo kann ich denn hingehen, weil keiner wusste, wie es wirklich weitergeht. Also für alle, wenn man nicht wusste, kommt jetzt noch was, passiert noch was, findet man jemanden, der vielleicht uns da weiterhilft, uns ein bisschen auffangt in der schwierigen Situation. Und das hast du auch ein bisschen auch im Training gemerkt, dass wir schon nicht alles so ganz frei war. Also auch, dass sie ein bisschen überlegt haben, aber trotzdem, sie haben immer versucht, das an dem Tag das Maximale rauszuholen. Und ich habe ihnen versucht, dabei zu helfen, der Philipp, der Schaffi mit unserer Erfahrung einfach, dass wir auch schon einiges erlebt haben. Und trotzdem, sind wir jetzt, glaube ich, sind Gespräche da, dass hoffentlich dann so weitergehen kann, also mit der Truppe. Und da bin ich schon sehr, sehr froh, wenn das so passieren wird. Konzentrieren wir uns wieder aufs Sportliche. Du hast schon angesprochen, wir haben, ich glaube, die kürzeste Auswärtsfahrt in der Geschichte des FC Wacker Innsbruck. Diese 2 Kilometer in die Reichenau. Du kennst den Platz, du wohnst quasi daneben. Ja, genau. Welche Eindrücke hast du da davon? Ja, ich bin da schon sehr, sehr oft vorbeigegangen, spazieren und sehr enger Platz. Klar, Kunstrasen ist natürlich jetzt für mich auch ungewöhnlich. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, in Deutschland wird das, glaube ich, nicht passieren, dass im DFB-Pokal du auf Kunstrasen spielst. Und jetzt ist es so, wir nehmen es an und wird definitiv ein schweres Spiel werden, weil er sehr, sehr eng ist, der Platz. Und wenn der Gegner es eng macht, die werden aggressiv Fußball spielen, die werden uns versuchen, den Schneider abzukaufen. Also das wird garantiert auch ein gewisses Geduldsspiel werden. Und so ein paar Faktoren werden entscheidend sein. Das werde ich der Mannschaft dann noch sagen. Das wird zwar heute auch manchmal so ein Schwerpunkt im Training, was wir machen müssen, aber wir sind gut vorbereitet. Die Reichenau spekuliert natürlich mit einer Überraschung, vor allem weil eben dieser Platz für einen gehörigen Heimvorteil sorgt. Ja, das sieht man auch die letzten Jahre, wenn man die so ein bisschen anschaut. Sie waren sehr, sehr heimstark. Ich glaube auch auswärts haben sie jetzt nicht so viele Punkte geholt die letzten Jahre, aber zu Hause waren sie extrem heimstark und klar. Weil sie werden immer darauf spekulieren, ist ja klar, würde ich jetzt auch machen, wenn ich den Trainer von Reichenau wäre oder Spieler, würde ich mich auf das Spiel freuen und würde da alles reinhauen. Aber wir werden es genauso machen. Ein paar Tage danach gibt es gleich ein besonderes Highlight noch. ein Blitzturnier gegen Liverpool und gegen Stuttgart. Glaubst du, dass das schon in den Hinterköpfen hängt bei der Mannschaft? Oder? Nein, 0,0. Also 0,0. Wir haben jetzt, das ist einfach für uns, das ist so ein Zuckerle, was wir jetzt einfach kriegen. Ich weiß bis heute noch nicht genau, warum wir jetzt gegen Liverpool spielen, aber wir freuen uns natürlich riesig. Also so eine Chance kriegt man nicht so oft, eine halbe Stunde gegen so eine Mannschaft zu spielen und dann VfB Stuttgart ist in Deutschland ja auch eine große Nummer, also da freuen wir uns drauf, aber ich kenne die Mannschaft, die lassen sich 0,0 beeinflussen davon, was nächsten Dienstag passiert, sondern wir konzentrieren uns nur auf Freitag. 230 Minuten leider nur, weil dann können nicht alle gegen Liverpool spielen. Ja, das wäre für mich ganz, ganz schwierig. Das wäre das Schwierigste überhaupt. Also normalerweise, ich habe schon gesagt, normalerweise würden sich alle freuen, wenn ich sage, ihr spielt gegen VfB Stuttgart. Jetzt ist es so, dass ihr Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich sage, gegen VfB Stuttgart, dann sagen, ja, schade, jetzt nicht gegen Liverpool. Aber so ist es halt. Aber trotzdem 2 absolute Kracher für uns. Und ist auch ganz gut, dass wir zusammen eine halbe Stunde spielen, weil wir ja am Freitag dann schon wieder gegen die Weihnachts den Saisonauftakt haben. Und trotzdem ist es gut, dass man einfach nochmal eine halbe Stunde jeder spielen kann und das Niveau natürlich extrem hoch sein wird. Du hast die Meisterschaft schon angesprochen, Saisonauftakt in Wien gegen die Violets. Gehen wir davon aus, dass sich im Kader nichts mehr verändert. Wie schaut denn die Zielsetzung aus? Ja, dass wir erstmal gut in die Saison starten. Also ich glaube, nach der Vorbereitung jetzt von Zielsetzung zu reden, wäre jetzt ein bisschen zu früh. Und das, wie gesagt, ich halte auch nichts davon. Weil ich glaube halt einfach, dass wenn wir auf dem Weg weitermachen, den wir begonnen haben, gerade in der Rückrunde, also auch noch mit den 8 ungeschlagenen Spielen und immer da zusammengewachsen sind, wenn wir das weiterhin verfeinern, daran arbeiten, immer wieder versuchen, gewisse Dinge noch zu verbessern, dann werden wir schwer zu schlagen sein. Und wenn wir schwer zu schlagen sind, dann werden wir relativ weit oben landen. Schönes Schlusswort. Piero, vielen, vielen Dank fürs Interview. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die kommenden Aufgaben. Danke. Okay.